Hallo ihr und herzlich willkommen zu einem neuen Video des Projekts, in dem ich alle möglichen Items in Minecraft erfahren werde. Beim letzten Mal brauchte ich ja diese ganzen Seelenläuferbücher und habe dafür irgendwie gefühlt 50 Stacks Gold gefarmt, weil die ganzen Piglins mir die einfach nicht gegeben haben. Und im Titel steht wahrscheinlich irgendwas, dass ich was mit Verzaubern machen werde, weil ich die ganzen restlichen Verzauberungsbücher brauche. Also halt von Treue 1 bis Durchschuss 4. Ja, deswegen möchte ich erstmal einige Vorbereitungen treffen und zwar brauche ich unendlich viel Lapis und Bücher. Das sind eigentlich die Sachen, die ich brauchen werde. Am Ende muss ich erstmal noch so Bücher farmen. Okay, nö. An Büchern wird es nicht mangeln. Lapis habe ich auch 56 Blöcke. Und hier habe ich auch noch ein paar Bücher. Okay, ich nehme am besten noch ein paar Enderaugen mit. Weil ich glaube, dass das Endportal ein bisschen weiter weg sein wird. Ja, ich glaube, das Lapis müsste ausreichen. Mache ich mir einfach schon mal ein paar Enderaugen. Ja, okay, ich glaube 38 müssten eigentlich reichen. Minecraft hat geleckt, okay. Es geht in diese Richtung, aber ich möchte erstmal nochmal ein paar Blöcke mitnehmen, weil ich glaube, nur ein Boot reicht nicht wirklich aus. Das wird jetzt wieder eine Reisefolge. Am Ende muss ich wieder per Netherportal nach Hause. Darauf habe ich wieder richtig Lust. Mit dem ganzen Basaltbiom und so. Darauf freue ich mich schon. Mach Locate Stronghold, den Befehl habe ich gerade safe hinzugefügt. Ja, genau. Erstmal cheaten. Oh Gott, diese ganzen Seerosen. Ich knall gegen alles. So. Okay. Weiter in diese Richtung. Ich bin da jetzt schon irgendwas mit gefühlten 5000 Blöcke gelaufen. Yay, Jungle Tempel. Hey, Gold. Wow. Oh, ja. Gut, dass ich gedacht habe, dass mein Boot auf der 9 ist. Und gefühlt alles geht kaputt. Minecraft Pro-Spieler ist hier wieder am Start. Piep. Oh, Harpune Mehrfachschuss. Das sind zwei Bücher, die ich brauchen werde. Wie viele Bücher sind denn hier? Haltbarkeit brauche ich. Brauche ich die Bücher ja gar nicht mehr zu farmen, muss die ganze Zeit nur Pyramiden finden. Ich hätte eigentlich theoretisch alle möglichen Bücher mit Villagern ertraden können, aber so viele Emeralds jetzt nochmal zu farmen. Ich glaube, da ist es spannender, die ganze Zeit Enderman zu machen und darauf zu hoffen, dass ich vielleicht das richtige Buch kriege. Oder Angeln. Angeln ist das Allerspannendste von allen. Warum ist hier eine einzelne Koralle oder zwei? Warum ist denn das Biom so riesig? Gut, so schmeißt man auf jeden Fall Enderaugen. Oh, ich muss weiter in die Richtung. Ich bin jetzt schon 20.000 Blöcke gelaufen, gefühlt. Also bei der X-Koordinate bin ich schon 13.000 und bei Z auch schon 12.000. Und am besten wäre es immer noch, wenn diese Enderman-Farm gar nicht mehr funktioniert. Mach einfach Locate Stronghold, um nur zu gucken, ob es eins gibt. Ich kann Locate Stronghold eingeben und dann sagt ihr, ob es eins gibt und ich gucke nicht hin und lösche den sozusagen dann. So, ich gucke nicht hin. Gibt's eins? Und ich habe jetzt den Chat gelöscht. Ja, es gibt eins. Und ihr schreibt schon was. Das heißt, dass ich wahrscheinlich noch so 20.000 Blöcke laufen muss oder so. Hm, wäre ich doch durch den Nether getravelt. Ich glaube, ich mache jetzt sogar ein Portal. Ich bin gut in Minecraft. Sie sehen gerade den schlechtesten Minecraft-Spieler der Welt zu. Müsste jetzt eigentlich relativ bald endlich mal da sein. Ja, es geht sogar zurück. Cool. Und jetzt nochmal. Ist das in den Boden reingeflogen? Ja, es fliegt in den Boden rein. Kommt es hier wieder hoch? Ja. Also bin ich jetzt fast 50.000 Blöcke gelaufen. Warum ist hier ein Slime? Ist hier ein Slime-Chunk? Oh, ich hoffe einfach, dass es Lapis ausreichen wird, was ich da habe. So, perfekt. Dann habe ich jetzt wenigstens schon mal ein Portal aufgebaut. Aber weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich nicht genug Lapis haben könnte, suche ich gerade noch mal ein bisschen was. Also geht's ab ins End. Okay, die Enderman-Farm scheint zu funktionieren. Ich mache auch mal die Sounds ein bisschen leiser. So, hallo Leute, wie geht's euch so? Ihr kennt mich ja noch von einer anderen Version. Gut, dann geht's jetzt daran, dass ich sehr viele Bücher verzaubern muss. Na okay, ich kann eigentlich theoretisch... Oh Gott, ich kann halt theoretisch schon mal meine Werkzeuge hier ein bisschen reparieren. Da rattert die Haltbarkeit komplett hoch. So, Werkzeuge repariert. Ich kann Sachen verzaubern. Also ich habe ja gerade gesagt, Treue 1 wäre glaube ich gut, wenn ich das so ab Level 12 machen werde. Dann gucke ich mal gerade.
Schnellladen, Durchschuss. Das sind sogar alles Bücher, die ich brauchen werde. Ich weiß halt nicht, was davon seltener ist. Von Durchschuss gibt's 4 Stufen und vom Schnellladen 3 Stufen. Okay, dann nehme ich Schnellladen. Dann lege ich das einfach mal hier unten in die Kiste für Bücher, die ich brauchen werde. Ja, okay, jetzt kriege ich sogar Durchschuss 2. Ja, okay, das ist dann auch natürlich wieder gut. Schärfe, Schlag, Schärfe. Alles 3 brauche ich nicht. Durchschuss 1, ja okay, da haben wir jetzt auch schon wieder Durchschuss. Ja, Harpune werde ich auch brauchen und zwar hier. Ja okay, Durchschuss, dann könnte ich sogar Durchschuss 3 machen. So, Durchschuss 3, Amboss ist Schrott, aber ich habe da noch ein paar. Feuerschutz sicher, nein, alles Müll. Bannschutz, Effizienz, auch alles Müll. Köderschutz, Schutz, auch alles Müll. Schärfe, Stärke, Stärke, auch alles Müll. Oder kriegt man Treue doch bei einer etwas höheren Stufe, irgendwie so Stufe 16 oder so. Okay, ich brauche nochmal Level. Ah, nochmal Harpune, dann kann ich Harpune 2 machen. Harpune 2, wie viele Harpune-Stufen gibt's denn? 4, 5, okay, es geht bis 5 hoch. Ich glaube, ich baue wirklich nochmal 2 ab, um vielleicht Treue zu bekommen. Ja, genau, Treue 1. War jetzt natürlich geplant gewesen. Dann habe ich diese ganzen Bücher jetzt fertig. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 habe ich jetzt fertig von 20. Geht ja bis jetzt noch relativ schnell. Mal gucken, wie es am Ende sein wird. Oh, Sog 1. Harpune 3 auf Level 18? Okay, cool. Boah, wie leise das einfach ist, wenn man nur einen Enderman besiegt. Dann kann ich wenigstens Schnellladen 2 machen. Hier hatte ich ja noch Durchschuss 3. Dann bin ich ja mit Durchschuss sogar schon fertig. Hatte ich überhaupt kein Sog 1 Buch? Doch, ich hatte eins. Ich habe sogar 2 Sog 1 Bücher. Dann werden die erstmal kombiniert. Ich will Treue haben. Da, dann kann ich jetzt wenigstens, glaube ich, Schnellladen 3 machen. So, Schnellladen 2, 2, 3. So. Treue 1. Treue 2. Yay, Treue 3. Oh, Entladung. Das ist sogar gut. So, Entladung. Sog 3. Danke. So, dann möchte ich jetzt mal gerade gucken. Harpune brauche ich noch. Hey, ich brauche nur noch Harpune, dann bin ich ja fertig. Ging auf jeden Fall ein bisschen schneller als erwartet. Ah, nee, ich muss nicht alles zurücklaufen, weil ich ja bei meinem Bett spawne. Oh, ist das schön. Ich muss gar nicht alles zurücklaufen. Fällt mir jetzt gerade erst so auf. Sofort wieder Motivation um 100.000 gestiegen. Dann kann ich Harpune 4 machen. So, Harpune 4 habe ich jetzt. Dann brauche ich jetzt nur noch Harpune 5. Und dann müsste ich wirklich fertig sein. Aber ich möchte gleich einfach, wenn ich Harpune 5 haben sollte, möchte ich nochmal alles kontrollieren, ob es richtig ist oder nicht. So, weiter geht's. Ach Gott, alles voll. Harpune 4 sofort. Cool, Minecraft mag mich mal. Ich freue mich schon, wenn ich damit fertig bin. Und dann am besten die ganzen enchanteten Bücher nicht in die Ender-Chests reinlegen. Muss nochmal 48.000 Blöcke laufen. Harpune 5 kostet 17 Level und hier kostet es auch 17 Level. Harpune 5. So, dann müsste ich jetzt theoretisch mit allen verzauberten Büchern fertig sein, aber ich möchte gerade nochmal alles nachchecken. Ja genau, dann habe ich wirklich alles. Deswegen kann ich jetzt nach Hause gehen. Ja, ich bin zu Hause. Es hat geklappt. Es hat alles geklappt, wie ich es haben wollte. Ich bin mit den ganzen verzauberten Büchern fertig, also kann ich die jetzt hier einfach reinschmeißen. Also die, oh, ja genau, also die Treuebücher, die ganzen Harpune-Bücher, dann die ganzen Sogbücher, Entladung, Mehrfachschuss, alle Schnellladenbücher und alle Durchschussbücher. Fertig. Perfekt, dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss, Leute. Hab die ganzen enchanten Bücher gefarmt endlich. Es hat einfach, es hat einfach gefühlt 3 Stunden gebraucht, um erstmal ins End zu kommen und danach nochmal 1,5 Stunden, um die ganzen verzauberten Bücher zu machen. Okay, tschüss.